was geht eigentlich bei Gold ab? 2.000 Dollar pro Unze, es ist verrückt. Und wie weit kann es noch gehen? Kann Gold tatsächlich auf 3.000, 4.000, auf 10.000 steigen? Erstmal musst du wissen, dass alles, aber auch wirklich alles an der Börse möglich ist. Das heißt, Gold kann wirklich noch weiter steigen. Aber wie realistisch und wie wahrscheinlich ist es, das ist eine ganz, ganz andere Frage. So, ich sage dir, was mein Trade bei Gold war, beziehungsweise mein verpasster Trade, ja. Ich wollte 2 Kilo Gold kaufen gehen, ja. Hier in Dubai, Goldsuk, 2 Kilo Gold kaufen, also 99,9 Klarheit, ja, also das beste Gold, was man kriegen kann. So, das wollte ich kaufen, 2 Kilo davon als Investment, beziehungsweise zu meinem Sicherheitsportfolio. Gold, wenn du in Gold investierst, dann ist es nur zur Sicherheit, meiner Meinung nach. Klar kannst du auch traden mit Gold, klar kannst du auch Kurzzeit-Trades machen. Es hätte sich ja jetzt auch gelohnt, jetzt im Gold wirklich die 2 Kilo zu kaufen und jetzt bei 2.000 vielleicht zu verkaufen als Trade, ja. Aber so war es nicht gedacht. So was ist passiert, das wollte ich machen, wo Gold bei 1.400 war, dann ist es auf 1.500 gestiegen und dann kam der Lockdown hier in Dubai. Dann haben die Geschäfte geschlossen und ich konnte das Gold nicht kaufen. Am nächsten Tag haben die noch kurz für 1-2 Stunden aufgemacht. Ja, da war Gold wiederum 100 Dollar mehr auf 1.600 und ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft zu kaufen. Hätte ich die 2 Kilo Gold gekauft bei 1.400, hätte ich jetzt 600 Profit pro Unze, das wären ungefähr 36.000 Dollar bei 2 Kilo, okay? Du kannst wirklich auch kurzfristig, vor allem wenn diese Trends kommen. Aber die Frage ist, warum geht Gold jetzt so ab, wie es abgeht? Es geht so ab, weil die Leute einen sicheren Hafen suchen. Die Leute wollen die Sicherheit, die wollen irgendwo investieren, wo es sicher ist. Und das ist Gold im Moment, okay? Warum war am Anfang, wo die Corona-Krise kam, warum ist da Gold erstmal abgeschmiert? Weil die Leute immer, aber immer schon erstmal ins Cash flüchten, okay? Wenn etwas passiert, die wollen erstmal Cash haben, okay? Also gehen sie raus aus Gold, gehen sie raus aus den ganzen anderen Sicherheitsmärkte und haben erstmal Cash. Das ist ihr Ziel. Erstmal, wenn die Krise kommt, wenn die Unsicherheit kommt, sage ich mal, das Erste, was man tut, ist Cash. Man will Cash haben. So. Und wenn man dann merkt, oh Scheiße, Cash könnte ja entwertet werden oder es könnte weniger wert werden, ich könnte Geld verlieren, dann gehen sie auf die nächste Stufe. Und dann gehen sie ins Gold, okay? Gold, Silber und andere Sicherheitshäfen sozusagen. Du kannst viele Trades zur Sicherheit machen, ja, um dein Portfolio abzusichern und so weiter und so fort. So, für mich, ich habe meine 2 Kilo Gold nicht bekommen, sonst würde ich sie jetzt auch immer noch halten. Sehe ich es möglich, dass Gold auf 3.000, 4.000 springt? Ich hoffe nicht. Warum hoffe ich nicht? Weil wenn Gold auf 4.000 geht, heißt es, wir haben so eine extreme Unsicherheit in den Märkten und höchstwahrscheinlich auch schon die Hyperinflation. Und Hyperinflation ist für kein Gut. Das ist einfach mal alles resetten. Und dieser Reset ist schlecht. Der ist schlecht für dich, weil das Geld einfach entwertet wird, okay? Das Geld ist nichts mehr wert. Und wenn das passieren soll, dann brauchen wir eben die Sachwerte, okay? Dann brauchen wir die Immobilien, dann brauchen wir die Autos, dann brauchen wir die Uhren, dann brauchen wir all das, was einen Sachwert hat, ja? Dann brauchen wir kein Geld unterm Kissen, okay? Gut, also ich sehe es als unwahrscheinlich, dass es jetzt direkt weitergeht, dass es jetzt direkt noch höher geht auf 3.000, auf 4.000. Ich denke, dass sich das jetzt noch ein bisschen stabilisieren wird. Müssen wir abwarten, müssen wir checken. Ist es trotzdem interessant, im Gold zu investieren?
Ich muss das Auto waschen, deswegen fahren wir jetzt hier hin zur Wäsche. Ja, aber nur fürs Sicherheitsportfolio, okay? Nicht um zu spekulieren, nicht irgendwie, weil du denkst, Gold wird auf 10.000 steigen. Natürlich kann es passieren, aber dann pack nur so wenig, wie es für dein Sicherheitsportfolio notwendig ist, okay? Geh nicht aufs Ganze, pack nicht irgendwie dein ganzes Geld in Gold oder sonst was. Ist so, wie ich es machen würde, ja? Wenn ich Geld reinpacke, dann wie gesagt, dann wäre das nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ja? Ich hätte nur 2 Kilo gekauft zum Beispiel, okay? Alles klar, alles Gute, viel Erfolg, gib dem Video einen Daumen hoch und wenn du noch mehr Tipps haben willst, wie du investierst, wo du investierst, was überhaupt ein Sicherheitsportfolio ist, wie du das Beste daraus machst, dann solltest du jetzt auf die Links unter dem Video klicken, weil da bekommst du die Investment University Pro und da kannst du aufs Ganze lernen, wie du ein Portfolio aufbaust, wie du mehr Geld verdienst, während du schläfst. All das lernst du in der Investment University Pro. Viel Spaß und wir werden auf jeden Fall noch einige Videos mit deinen Fragen machen. Also stell mir deine Frage hier rein, da gucke ich mir das immer wieder an und werde das eine oder andere Video aufnehmen und die eine oder andere Frage beantworten. Daumen hoch nicht vergessen und Kommentar hinterlassen. Bis dann. Ciao.